So, der ganze Fastenspuk hat langsam sein Ende. Ich bin beim dritten Entlastungstag. Ich habe heute eigentlich fast dasselbe gefrühstückt wie gestern, habe nur noch ein paar Flocken. Einkornflocken habe ich noch nie gehört, ich habe sie einfach mal gekauft. Dazu gepackt, schon so aus, ähnlich aus, ein bisschen gröber als Haferflocken. Heute abends werde ich mir einen kleinen Wunschtraum erfüllen. Ich werde Nudeln essen. Nudeln. Schon ewig keine Nudeln mehr gegessen. Da freue ich mich drauf. Ansonsten, eigentlich ist wieder alles beim Alten. Ich werde heute noch weiter dokumentieren, was ich so tue und was ich so esse. Aber grundsätzlich ist die Nummer durch. Und jetzt fängt es natürlich an, das auch ein bisschen beizubehalten. So, der ganze Fastenspaß oder Spuk hatte sein Ende. Ich habe mich heute abends nochmal etwas belohnt mit meinen super leckeren Knoblauch, getrockneten Tomaten, Nudeln. Und damit war es da. Ich werde alle Rezepte, die ich jetzt während der Aufbauphase gekocht habe, alles was ich gegessen habe, werde ich mal online stellen. Dafür gibt es einen eigenen Artikel, den könnt ihr auch gerne nachlesen. Und wenn ihr selber mal fasten wollt, was ausprobieren wollt, einfach mal nachlesen. Ich habe alles Mögliche zusammengeschrieben. Es gibt so eine ganze Reihe jetzt übers Fasten auf wiressengesund.de. Ich würde mich freuen. Lasst euch mal hören, wie es euch denn so ergangen ist während dem Fasten. Erzählt mir einfach was, was ihr gegessen habt. Ob ihr irgendwas anders besser oder wie auch immer machen würdet. Würde mich einfach mal interessieren, was andere Leute dabei denken, wenn sie sowas tun, wie andere Leute sich fühlen. Ansonsten verabschiede ich mich. Das Fasten-Experiment hat geklappt. Aus meiner Sicht sehr positiv, sehr erfolgreich. Außer meiner Schokolade habe ich auch fast nicht gemogelt. Ja, ich bin zufrieden. Ich freue mich aufs nächste Mal. Nächstes Jahr dann wieder. Tschüss.